Ist Kuhmilch vegan? Ja, immerhin werden Kühe ja mit Soja gefüttert und es werden ja auch mehrere Kilo Soja benötigt, um 1 Liter Milch zu erzeugen. Also ist Milch sozusagen Sojamilchkonzentrat. Na denn, Prost! Vlog. Moin und willkommen zum 17. Vlog. Demnächst sind der Bundestagswahlen und falls ihr noch nicht wissen solltet, was oder wen ihr wählen wollt, dann habe ich hier ein paar kleine Anregungen für euch. Das Top-Thema für mich ist natürlich die vegane oder vegetarische Lebensweise, beziehungsweise halt das Thema Ernährung oder Lebensmittel allgemein. Und dazu habe ich eine Tabelle gefunden, danke Webu, in der aufgelistet ist, welche Partei sich für welche ernährungsrelevanten Punkte einsetzt. Ja, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auf den ersten Blick stechen dort 4 Parteien heraus, die sich für ziemlich viele Punkte einsetzen. Und zwar sind das die Grünen, die Linken, die Piraten und natürlich die Tierschutzpartei. Ganz vorne sind die Grünen, die eigentlich nur gegen den regulären Mehrwertsteuersatz für Fleisch sind. Und natürlich die Tierschutzpartei, die ja sämtliche Punkte ändern möchte. Interessant finde ich zum Beispiel auch den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Pflanzenmilch. Also damit würde Sojamilch und Co. dann demnächst in etwa gleich viel kosten wie Kuhmilch. Die gesetzliche Definition von den Begriffen vegan und vegetarisch und die Kennzeichnungspflicht auf allen Lebensmitteln. Damit würde man dann zum Beispiel ganz leicht erkennen können, welcher Wein oder welcher Saft jetzt vegan ist oder nicht. Die Subvention für Intensivtierhaltungsanlagen abschaffen. Also damit würden die Massentieranlagen dann zumindest nicht mehr vom Staat gefördert werden. Die vegetarische Ernährung zum Thema in der Schule machen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr wichtig, denn ja, gerade die Kinder werden davon profitieren, wie wir mit unserer Welt umgehen. Da gibt es auf jeden Fall noch mehr Punkte, also schaut auf jeden Fall mal rein. Mein Favorit sind übrigens, obwohl die Tierschutzpartei an allen Punkten ja sagt, die Grünen, denn ich habe mir gedacht, ich will lieber eine stärkere Partei wählen, die vielleicht nicht in allen meinen wichtigen Punkten übereinstimmt, dafür aber allgemein mehr Gehör hat als eine sehr kleine Partei, die kaum von jemandem gehört wird, dafür aber alle meine Punkte berücksichtigt. Aber da entscheidet ja jeder irgendwie auch selbst. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen, auch wenn ich das Ganze ein bisschen einseitig betrachte. Ja, schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung in die Kommentare. Hab mal eine Frage, was hältst du von dem veganen Verfit-Buch? Das ist ja im Moment so ein großes Thema. Ja, wie ich schon mal gesagt habe, ich habe nicht viele Kochbücher und die ich habe, die rühre ich wirklich nur ganz selten an. Allerdings ist mir der Hype um dieses vegane Fit-Buch auch aufgefallen. Allerdings war ich mal neugierig und habe im Buchladen mal einen Blick reingeworfen. Und ich muss sagen, ja, die Rezepte, die drin waren, die haben mir ja wirklich gut gefallen. Was mir etwas aber aufgestoßen ist, waren die teuren Zutaten, die darin verwendet wurden. Also ich glaube, fast jedes Rezept hatte wirklich irgendwas Teures, so wie ich mich erinnere. Ich glaube, Mandelmus war in jedem zweiten oder dritten Rezept drin. Ich muss dazu sagen, ich habe da wirklich nur durchgeblättert. Also das ist jetzt keine Buchrezension oder sowas in der Art. Dennoch die Methode, das Abnehmen an erste Stelle zu stellen, also als Thema, indem man halt Zucker, Weißmehl und ein paar Regeln aufstellt, an denen man sich einfach halten muss, die Idee finde ich wirklich super. So hat Attila nämlich die Leute erreicht, die sonst wahrscheinlich ja nie ein veganes Kochbuch in die Hand genommen hätten. Dafür ist sein Charakter nicht ganz mein Fall, aber ja, man muss ja auch nicht hier sympathisch sein. Und das war ja auch nicht Teil der Frage. Ist Kuhmilch eigentlich vegan? Ja klar. Also, wenn du das Eiweiß weglässt und das Fett und die Molke. Aber dann ist sie eigentlich schon fast vegan. Kannst du mal ein Video darüber machen, was du so für Produkte benutzt im Bad? Also Duschgel, Zahnpasta etc. Ja, meine Zahnpasta kennt ihr eigentlich schon, und zwar die hier. Xylit-Zahnpasta von Sante, ohne Fluorid und ja, zudem auch noch vegan. Xylit ist ein Stoff, der anders als Fluorid natürlich gewonnen wird und ja, sehr effektiv vor Karies schützt. Die benutze ich jetzt seit circa einem Jahr und bin wirklich sehr zufrieden damit. Und ja, zu kaufen gibt es sie im Bioladen, also sie ist auch Bio. Ja, weil der Bioladen bei mir leider ein bisschen weiter weg ist, bestelle ich sie meistens. Ja, den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und Duschgel habe ich seit Jahren nicht mehr. Also okay, ich habe noch irgendwie 1 oder 2 Flaschen, die ich glaube ich mal geschenkt gekriegt habe oder gekauft habe.
liegen seit Ewigkeiten bei mir rum. Die benutze ich eigentlich nur noch, wenn ich auf Reisen bin. Zu Hause dusche ich eigentlich nur mit den Seifen von Lush. Was habe ich hier? Miranda, die Godmother Soap, Polish Soap, Rockstar. Ja, da gibt es ja etliche kreative Seifen zu kaufen. Seit ich die benutze, habe ich auch viel weniger juckende Haut nach dem Duschen. Das liegt wahrscheinlich größtenteils daran, dass da keine Chemiebomben drin sind, wie es in den meisten Duschgels ja leider ist. Außerdem sind die meisten Seifen, also mit Ausnahme der Honigseifen, glaube ich, vegan. Ist allerdings auch ausgeschildert, also man kann da ja ganz entspannt einkaufen. Leider kann ich die auch nur bestellen, denn der nächste Shop ist leider in Hamburg oder so. Ja, wenn ihr mal stöbern wollt, dann ist der Link in der Videobeschreibung. Einige Seifen sind dort auch übrigens immer rabattiert und ja, die kaufe ich mir dann meistens auch, weil ja, die Preise haben es wirklich in sich. Ist Kuhmilch denn nur vegan? Ja, ungefähr so vegan wie ein Steak mit Schinken und Käse überbacken. Ich würde gerne mal erfahren, warum man als Veganer auf fleischähnliche Speisen oder Lebensmittel verzichten sollte. Man hört das ja immer wieder, aber ich verstehe nicht, was daran falsch, inkonsequent oder sogar unvegan sein sollte. Es geht ja gerade darum, tierleidfreie Alternativen zu Gerichten, Lebensmitteln zu finden, an die wir gewöhnt sind und die wir mögen. Und das sind dann unter anderem eben für viele Menschen Rouladen, Fleischbällchen, Frikadellen, geschnetzeltes Aufschnitt, Würstchen etc. etc. Für viele ist die Umstellung dann einfacher, wenn es keinem schadet, warum denn nicht? Ja, diese Frage kommt unter so ziemlich jedem Kochvideo, was ich in dieser Richtung mache. Ja, die Antwort darauf hast du eigentlich schon ganz gut geschildert. Ich würde noch ergänzen, dass es wirklich Spaß macht, Fleischgerichte zu veganisieren und dann besonders Fleischesser zum Staunen zu kriegen, wenn sie das dann probieren. Um mich jetzt mal in einen Fleischesser hineinzuversetzen, also ich war ja auch mal einer, also ich esse gern Fleisch in allen möglichen Varianten und Formen und habe ja keinen Schimmer von veganer oder vegetarischer Küche. Und dann sehe ich, wie sich ein Veganer vegane Steaks auf den Grill schmeißt. Ja, da wäre ich dann wahrscheinlich auch erstmal irritiert und würde wahrscheinlich reagieren mit, ja, da kannst du ja auch gleich Fleisch auf den Grill hauen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es irgendwie verstehen, ist schon ein bisschen komisch. Also, erst will man kein Fleisch mehr essen und dann will man es plötzlich nachmachen. Ja, aber wie du schon sagst, es geht eigentlich darum, Tierleid zu vermeiden. Und dieser Gedanke muss halt erstmal in die Köpfe rein, dann gibt es auch wirklich mehr Verständnis dafür. Als ich mich nämlich damals noch gar nicht mit der veganen oder vegetarischen Lebensweise befasst habe, hatte ich natürlich auch keine Ahnung von den Gründen, also warum man das jetzt macht. Und ja, da habe ich, um ehrlich zu sein, ganz genauso gedacht. Ein weiterer Aspekt des Veganseins ist natürlich auch die Gesundheit, auch wenn er nicht in der Definition mit verankert ist. Deswegen gibt es auch einige Veganer, die halt gegen diese Fleischimitate sind. Ja, weil es halt Fertigprodukte sind größtenteils. Und ich sag dazu, Fleischimitate sind nicht unbedingt das Gesündeste, was die vegane Küche zu bieten hat. Auch wenn sie jetzt selbst gemacht sind. Also immer am besten in Maßen genießen. Und ab und zu etwas Seitan, einem kreativen Rezept oder als Fertigprodukt schadet, denke ich, nicht. Solange dann halt immer noch viel Gemüse und Obst auf dem Speiseplan steht. Ist Gummi denn jetzt vegan oder nicht? Nein, definitiv nicht. Es sei denn, die Kuh ist deine Mutter. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Schreibt mir auch wieder ein paar Fragen zum Thema vegan oder ganz anderen Themen in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Tschüss.